Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Das war Erlangen 1994 war das. Da haben wir vier Autos im Bau. Vier. Und auf den Samstagmorgen kriegte ich ein Einschreiben von der Rechtsabteilung von BMW München, die uns dann aufgefordert haben, gegen eine riesige Konventionalstrafe rechts unten zu unterschreiben, dass wir ab sofort keine BMW-Teile mehr verwenden. Ja, und auch nicht auf irgendwelche Wege uns die Sachen beschaffen. Also, Katastrophe. Sie können sich vorstellen, ich sofort meinen Bruder angerufen und dann haben wir da gesessen und gesagt, was machen wir jetzt? Das Wochenende war versaut. Am Montagmorgen haben wir dann einen Anwalt im Frankfurter Raum ausfindig gemacht, der sich mit diesen wettbewerbsrechtlichen Fragen genau auskannte und sind dann nach Frankfurt gefahren, haben uns da beraten lassen. Und wir kamen zu dem Ergebnis, oder ja, uns wurde dann das Ergebnis mitgeteilt, wir haben keine Chance. BMW ist im Recht. Und zwar nicht, wie man meinen sollte, dass wir irgendwelche irgendwie Rechte an geistigen Eigentum der Technik oder irgendwas da gegen irgendwelche Paragraphen verstoßen haben, sondern der Punkt war ein ganz anderer, da haben wir nie dran gedacht. Der Punkt war der sogenannte Scheinbezug. Und zwar Scheinbezug heißt, jeder BMW-Händler oder Servicebetrieb auf der ganzen Welt hat in seinen Verträgen stehen, dass er nur Ersatzteile BMW-Originalteile verkaufen darf zum Ersatz an originalen BMW-Fahrzeugen. Ah, okay. Also zu keiner Fremdverwendung. Ja. Scheinbezug heißt, der Händler, wo ich ja Teile kaufe, da war in unserem Fall natürlich anders, weil es mein Bruder war, der wusste ja nicht, wofür wir die Teile gekauft haben. Mhm. Der konnte es ja nicht unbedingt wissen. Das heißt, wir haben ihn dazu Wissen nicht veranlasst, gegen seinen Vertrag zu verstoßen. Und über diesen Paragraphen Scheinbezug sind wir gestolpert. So, damit war BMW im Recht. Mhm. Abgesehen davon, auch wenn BMW nicht im Recht gewesen wäre, hätten wir als kleine Würstchenfirma gegen den Konzern BMW jetzt drei Jahre klagen sollen. Deswegen. Ja, ja. Also es war eigentlich ein Todesstoß. So, damit wäre das ganze Projekt zum Scheitern verurteilt gewesen. Jetzt gibt es, und das ist nicht nur bei BMW so, ist bei allen Konzernen so, wenn sie so ein Problem haben, was ihnen die Existenz raubt, unter Umständen, dann müssen sie bis zur obersten Etage vordringen. Sie können im mittleren Management erreichen sie nichts. Weil die Leute wollen sich alle die Finger nicht verbrennen. Die treffen keine Entscheidung. Ja, die haben Angst vor allem. Ja. Mit denen können sie reden, aber sie kriegen nichts entschieden. Also sie müssen nach ganz oben. Das ist aber leichter gesagt als getan. So, nach langem Hin und Her sind wir dann darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Dr. Reitzer, damals Technikvorstand von BMW, dass der schon eine gewisse Affinität zu solchen Projekten hat. Und wenn einer bei BMW uns unterstützen würde, dann, wenn überhaupt einer, dann wäre es der Reitzer. So, dann habe ich mich mit dem Sekretariat von Dr. Reitzer in Verbindung gesetzt. Und dann kriegten wir wirklich fünf Monate später, am 1. August, hatten wir einen Termin, also ungefähr, als wenn sie zum Bundeskanzler damals wollten oder zum Papst, ja, so ähnlich. Ja, aber sie hätten wahrscheinlich früher einen Termin bekommen. Mhm. Dann haben wir gedacht, das darf nicht wahr sein. Aber wir hatten einen Termin beim Reitzle. So, für diesen Termin, also das war ja zu der Zeit, dass wir sehr intensiv doch die Hartoffs und alles gemacht haben, da hat das Projekt geruht. Ja? Also, Sie haben nicht weitergebaut. Sie haben gesagt, nein, okay, das müssen wir abwarten. Wir hätten uns ja gekillt, wenn wir da weitergebaut. Gab es die Überlegung auf Mercedes? Nein. Wir haben gedacht, wir müssen das gut, was wir gemacht haben, wenn es endgültig das ausgewiesen wäre mit BMW, das ist jetzt eine Frage, die haben wir uns dann gestellt. Aber zunächst mal wollten wir einen Weg finden, ob wir mit BMW nicht weitermachen können. Ja. Weil das ist ja nicht so einfach. Alles war ja der ganze Rahmen, alles war auf BMW-Teile abgestellt. Ja, die hätten ja alles neu machen müssen. Ja. Also, das wäre ein Riesenaufwand geworden. Gut, jetzt haben wir den Termin am 1. August 1994 beim Dr. Reitze. Jetzt hat mein Bruder mit seiner Truppe natürlich für diesen Termin nochmal ein neues Auto aufgebaut und da Scheingesichtspunkten auch die Technik gekauft. Und wie das so ist, Techniker bringen mich um. Die haben keinen Bezug zu Zeit und zu Geld. Ja, das ist das große Problem mit den Technikern. Am Abend, wir haben mittags um 12 Uhr den Termin im Münchner Fitz. Und das sind immerhin 670 Kilometer von Dülmen. Das ist nicht gerade um die Ecke. So.
abends um 8 Uhr am Abend vorher hat das Auto den ersten Schrei von sich gegeben. Ja? Ich hatte schon wieder so einen Hals, dem Motto, das darf nicht, war immer das Gleiche mit der Technik, auch wenn die Messen anstanden, immer auf den letzten Drücker irgendwas. Ne? Mein Bruder fuhr den Wagen nochmal kurz zur Probe, wollte alles testen. Dann ging das Handy, ich stehe da, Auto läuft nicht mehr. Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. Ja. Dann haben wir das Auto wieder reingeholt. War zum Glück irgendwie nur eine Kleinigkeit, weiß ich nicht mehr, was es war. Dann lief das Auto. So, dann nach Hause, unter die Dusche, ein paar Klamotten zusammengepackt. Dann sind wir um Mitternacht rum losgefahren nach München mit dem neuen Auto. So, morgens in München angekommen, die ganze Nacht dann gefahren. Haben wir da irgendwo gefrühstückt an unserer Tankstelle. Auf das Toilette haben wir uns schnell umgezogen. Wie man so macht, wenn man beim Vorstand ist. Wie man so macht, ja. Und dann sind wir irgendwann zum Fitz und dann muss man da ja erst uns anmelden. Alles klar, dann kamen wir da rein. Und der Parkplatz vor dem Gebäude, wo der Dr. Reitze sein Büro oben hatte, war total voll. Da war nur ein freier Platz. Da stand Dr. Reitze. Der war frei, der Platz. Ja. Da sagt der, Portier, stellen Sie ruhig dahin. Stellen Sie ruhig dahin, das ist kein Problem. Wir stellen ihn dahin. Ja. So, und dann sind wir hoch, die Sekretärin war sehr freundlich. Wenn wir in so einen Raum geleitet wurden, sagen die, der Dr. Halsi wird gleich kommen, das kann nicht mehr lange dauern. Der dann, sucht nur noch einen Parkplatz. Der sucht noch einen Parkplatz, genau. Nee, dann haben wir so am Fenster geguckt, gucken da runter und denken, das darf jetzt nicht wahr sein. Da haben da bestimmt 20, 30 Ingenieure, Leute von BMW plötzlich um den Auto rumgelegen, drunter gelegen, fotografiert, gemacht, getan, die kannten das Auto nicht. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Das war noch nicht bekannt. Also das war noch nicht so, dass das war da, nicht da fährt so, was rum mit BMW. Ich weiß nicht, wer es kannte, aber ich kannte auf jeden Fall, war das im Gespräch. Das und dann konntest du nicht googeln damals. Nee, konnte auch nicht. Genau. Und dann kam der Dr. Reitzel hoch und dann kam er in den Raum rein und hat uns zusammengefallen. Da dachte ich schon, jetzt haben wir schon verloren. Ne? Ja. Der hat uns zusammengefallen. Der war stinksauer. Wegen des Parkplatzes? Nein, nicht wegen des sondern Parkplatzes wegen an sich. Wegen der Technik. Der wollte das anonym, dieses Gespräch führen und nicht öffentlich. Okay. Und das Auto durfte doch nicht da stehen. Ja, okay, der musste weg. Ja? Also musste man das Auto sofort weg. Hinten um die Hallen rum, irgendwo auf so einem Hubschrauberlandeplatz hinter den Hallen, irgendwo haben wir das Auto abstellen müssen. Ne? Mhm. Und dann wieder rein. Aber irgendwann hat er sich dann beruhigt. Also erst war er sauer. Da haben wir eigentlich schon gedacht, das haben wir verloren. Und hat er uns Fragen gestellt, mit denen wir nicht unbedingt gerechnet haben, aber auf die ich gut vorbereitet war. So, da ging es mehr darum, sagen Sie mal, Sie sind eine kleine Firma da aus Dülmen, wussten das überhaupt? Ja, ja, sagen Sie mal, wieso sollen wir BMW Sie dann in einer Weise unterstützen? In 2 Jahren sind Sie wahrscheinlich pleite, ja, weil das ganze Projekt, wie wollen Sie das alles finanzieren, wie stellen Sie das vor? Aber wir können dann keine Partnerschaft, wie auch immer, eingehen. Das geht also, gar nicht. Haben Sie haben gesagt, dass Sie nebenbei noch Kinderklamotten machen. Ja, genau und das. Sehr gut gehen. Genau das. Factory Outlet haben. Ich habe gesagt, was ich alles mache, ja, ja. Was wir alles noch machen, ja, und womit wir unser Geld verdienen. Und mit den ganzen Hard-Up-Geschichten, dann habe ich das alles, habe ich in Zahlen mitgebracht. Ne? Ja, ja. Und dann war er wahrscheinlich sehr erstaunt. Ja, denke ich mal. Dann hat er den Christopher Bengel zu sich gerufen. Der war damals bei ihm, der war nachher der Chef-Designer bei BMW. Ja. Der war damals sein Assi, oder wie soll man sagen, ja, Assistent. Oder. Und der kam dazu. Und dann haben wir das alles vor und zurück diskutiert. Und dann sagt er dann irgendwann, jetzt gehen wir zu dem Auto. Jetzt wollen wir uns das mal wirklich intensiv mal gucken. Und dann sind wir durch die heiligen Hallen dadurch. Und dann ging er mit dem Christopher Bengel zu dem Auto und hat uns gebeten, wir sollen mal bitte Abstand halten, sie wollen sich auch ein bisschen intern unterhalten, da müssen wir nicht unbedingt mithören, über das Auto. Dann haben wir so 100 Meter weg gestanden und die sind zu dem Auto, Hauben auf, reingesetzt, sind mal eine kleine Runde gefahren, wieder hier und da. Und irgendwann kamen die beiden auf uns zu und dann sagte der Dr. Reitze, meine Herren, ich muss mich jetzt verabschieden, mein Flieger geht gleich. Aber machen Sie sich mal keine Gedanken wegen der Messe. Es war so, dass wir die Frankfurter Messe war kurz danach und da hatten wir auch gebucht und wollten die Autos ausstellen. Die hatten sie uns auch untersagt, die Autos mit BMW-Technik auszustellen. Ne? Okay, okay. Machen Sie sich mal keine Sorgen wegen der Messe. Ne? Sie hören wieder von uns. Und dann war der weg. Und dann geht der Christopher Bengel mit uns in die Kantine zum Mittagessen. Und dann sagt er, ich muss Ihnen eins sagen. Der Chef hat sich eine halbe Stunde für sich eigentlich Zeit genommen. Jetzt sind es 1,5 Stunden geworden. Der ist total begeistert von dem Auto. Das fand er richtig klasse. Machen Sie sich mal keinen Kopf. Wir haben zwar einen Vorstandsbeschluss, dass externe Firmen nicht beliefert werden dürfen. Einzige Ausnahme war Alpina. Die einzige Ausnahme. Aber ich denke, der kriegt das hin.
der wird sie unterstützen. Oh, okay. So, und dann haben wir tatsächlich ein paar Wochen später, das hat vielleicht 2-3 Wochen gedauert, kriege ich ein Schreiben von derselben Rechtsabteilung, die uns dann einen Vertragsentwurf vorgelegt haben, wie wir dann zusammenarbeiten können. Der war dann noch befristet, limitiert und so weiter, weil das war sicher, ob alles funktioniert, dass wir auch keinen Blödsinn machen, ja, dass da keine Negativpresse irgendwie über BMW dann, oder mit uns im Zusammenhang mit BMW erscheint. Und aber so hat letztendlich der Dr. Reitze uns das Projekt gerettet. Ja, unglaublich. Das, ne? Er hat es bei mir auch im Podcast, den hatte ich ja auch schon zu Gast. Ich bin mir nicht sicher, ob er es jetzt im Podcast oder danach gesagt hat, dass er tatsächlich ein Herz für bestimmte Firmen hatte. Unter anderem Alpina, da hat er natürlich immer seine schützende Hand drüber gehalten, die eigentlich auch immer wieder abgeschossen werden sollten. Ja, wegen der M-GmbH, ne? Ja, ja, genau, genau. Und er hat immer gesagt, nee, wir brauchen dieses eine tolle Lücke und genau diese Nischenmodelle und das haben sie eben auch besetzt. Ne? Was hat denn der Chris Bengel zum Design gesagt? Oh, das fand er gut. Das fand er gut. Der Ritterschlag. Ne? Der hat gesagt, ihr habt einen Fehler gemacht, sagt er. Ich sag, wieso? Ihr hättet das Auto nicht zeigen dürfen, nirgendwo. Ihr hättet uns das Auto anbieten müssen, das Design anbieten müssen. Vielleicht hätten wir es gekauft. Tatsächlich? Für eine Sonderserie. Okay. Aber jetzt können wir das nicht mehr machen. Jetzt ist schon durch. Weil jetzt ist ein Wiesmann. Ja. Na gut. Egal. Nur so ist es halt uns gelungen, mit BMW einen Vertrag zu bekommen. Und hat insofern das Projekt gerettet und dann ist das auch jahrelang immer besser gelaufen mit BMW. Das war also wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit. Und die haben uns ja nachher auch die 8-Zylinder und die 10-Zylinder teilweise und geliefert. Wir hatten dann trotzdem, das muss ich vielleicht noch eben kurz erzählen, einmal hatten wir ein seltsames Ereignis. Da waren auch mehrere Autos im Bau und wir hatten alle Teile von BMW alles bekommen, wie immer. Und dann stellte sich raus, keins dieser Autos sprang an. Also kein Auto lief. Ja? Und die standen bei uns vor einem Rätsel, wieso laufen die Autos nicht? Das kann nicht sein. Irgendwann war das doch faul. Keiner konnte sich das erklären. Dann haben mein Bruder, glaube ich, mit BMW in der technischen Abteilung da Kontakt aufgenommen und nach langem Her kam die drauf. Ja, sie haben jetzt DWS-2 in den Autos, Diebstahl, Wegfahrsperre 2. Also neue Diebstahl-Wegfahrsperre haben die jetzt drin, in der Elektronik irgendwo. Und die muss entschlüsselt werden in irgendeiner Form, fragen Sie mich nicht, wie das jetzt geht, damit das Auto läuft. Und dafür brauchen wir ein ganz bestimmtes Programm. Und dann sagte man uns, das können wir euch aber nicht geben. Sagte mein Bruder, ja Nick, ihr liefert uns die gesamte Technik, alles, jetzt haben wir die Autos da stehen und die laufen nicht. Und dann sagt er uns, wir können dieses Programm nicht kriegen, wie soll das gehen? Ja. Das brauchen wir doch. Ja. Ja, das können sie uns nicht geben. Dann hat die Rechtsabteilung sich eingegeben, das können wir nicht rausgeben, das ist ein Hochsicherheitssystem, weil sie sind theoretisch in der Lage, jeden BMW auf der Straße damit zu klauen. Und nicht schlecht. Können wir nicht geben. Okay. Ja, dann haben wir gesagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann habe ich wieder Dr. Reitzler angerufen. Dann habe ich mir die Situation erklärt. Ich sage, das kann doch nicht sein. Ja, sagt er, da muss ich mich drum kümmern, aber da müssen wir wahrscheinlich ein extra Programm für schreiben für Sie, irgendwas. Und das dauert mir aber viel zu lange, weil wir konnten ja kein Auto mehr ausliefern. Ne? Dauert mir viel zu lange. Und dann habe ich über meine Kontakte über die Formel 1 irgendeinen so einen Elektronik-Spezialisten aus der Formel 1 abgeworben, kurzfristig, also nur für diese Aktion jetzt. Und er hat dann für kleines Geld hat er dann tatsächlich das Programm irgendwie gemacht. Also wieder, das ist für mich. Und auf jeden Fall, innerhalb kürzester liefen die Autos, aber das durfte jetzt wenig wissen, dass wir das schon geschlüsselt haben. Wir mussten das trotzdem das Programm von BMW kaufen, das war ja hochoffiziell. Ja. Und die Autos waren schon längst auf der Straße. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.